unbeschreiblich. Also wir sind ja gestern hier angereist und es war wirklich elektrisierend. Wir haben 3,5 Jahre jetzt auf diesen Tag unter anderem auch hingearbeitet. Wir wussten am Anfang nicht ganz genau, wie schnell wir sein werden, haben jetzt im Rahmen der Dauerlauferprobung gemerkt, es ist was drin. Und jetzt können wir natürlich mit unserem Schätzchen hier mehrere Best-in-Class-Werte raushauen. 3,8 Sekunden 0 auf 100, 290 Topspeed und die 47,748 auf der Nürburgring Nordschleife mal 4,5 Sekunden dem aktuellen Rekord weggenommen. Da braucht man nichts mehr zu sagen. Also ich bin hier hingefahren, Gänsehaut pur. Für mich ist das heute der beste Tag in meinem beruflichen Werdegang. Ja, wir haben ja heute Morgen um 8 Uhr eine Installationsrunde gemacht, haben geguckt, wie ist die Strecke. Und dann haben wir in der zweiten Runde eigentlich schon Feuer freigegeben. Haben dann gemerkt im Rahmen der ersten und zweiten Runde, dass am Reifendruck ein bisschen noch Optimierungsbedarf vorhanden ist. Haben dann nochmal ja, 2-3 Zehntel Bar runtergenommen, an der Hinterachse vor allem. Und dann hat es eigentlich für die perfekte Runde genau gesessen. Es war einfach perfekt. Ja, und wo dann die Zeit am Tableau stand, da fiel alles von einem ab. Und wir haben gesagt, okay, das, wofür wir jetzt vom Team so viel Herz und so viel Liebe reingesteckt haben, das wird jetzt belohnt. Und da kann man wirklich auch stolz drauf sein. Ja. So, let's start yesterday. We arrived here in Moisbad and I was very excited. So, goosebumps everywhere. And it's one of the biggest and greatest day in my career, to be honest, because our team worked 3.5 years just for this day, more or less, to be honest. And yeah, we can be proud of it because we are faster, 4 seconds faster than the current record holder, and the team did a great job, to be honest. I'm very proud of them. Tire pressure, we could optimize, of course. Yeah, there were 0.2 bars, more or less optimization within the stints, and we got the best lap then with the best conditions and with the best tire pressure, and was awesome. And the RS performance mode with the semi slicks worked very well, and Frank did a great job and did the record, of course. So of course the five cylinder right now where it belongs to in the RS3, 400 horsepower, 500 torque, 20 newton meters more than the predecessor, and a lot of best in class, to be honest. 3.8 seconds from 0 to 100, 290 kilometers at its best, and of course 7.40.748 seconds on the green hell, and right now we're number one on the green hell. Wir sind sehr dankbar, dass das jetzt alles geklappt hat. Wir sind fast 5 Sekunden schneller als der bisherige Rekord. Wir haben ja nicht unendlich viele Möglichkeiten, das zu proben. Von daher ist dann immer am Tag, an dem es drauf ankommt, auch noch ein bisschen Feintuning nötig, was den Luftdruck angeht. Wir haben ja hier bei dem RS3 die Möglichkeit, unterschiedlich stark die Hinterachse übersteuern zu lassen mit dem Torque-Splitter, dem neuen. Und das kann man dann auch noch feintunen in Abstimmung mit dem Luftdruck. Und von daher haben wir uns da versucht, vorzutasten. It's a big honor and a privileged situation to be alone, you and the Nordschleife only, and a wonderful car. We fine-tuned the car over the distance now, over the laps, and in the very end it was on a very high level, very neutral car. We tried to balance it by fine-tuning of the tire pressure, by fine-tuning of the moment of the rear axle regarding the torque splitter. And finally, I think we put every efforts together into the best possible lap time, and we were very happy that we did so. We've got the torque splitter in the rear. We are able to adjust some oversteering. We reduced the understeering to the max. It's a very neutral car, and if you want to, you can even have a massive oversteering car regarding the torque rear adjustment, for example. I think for me, it's for the very first time a car which is so much enjoyable as no Audi before regarding this oversteering moments.